Als Außenseiter sind sie nach Köln gereist, mit Europas Handballkrone sind sie zurückgekommen. Die SG Flensburg-Handewitt ist Champions League-Sieger 2014 und feiert den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Zu Hause angekommen wurden sie von tausenden Fans stundenlang gefeiert. Viele hatten den Finalkrimi beim Public Viewing oder im Fernsehen mitverfolgt. Es war so super, das war klasse. Ich musste zweimal aus dem Zimmer raus, weil das Herz, es ging bis zu den Ohren. Die Ohren, die schlagerten auch nicht mit. Aber wir waren nachher selig. Wir haben nachher gesungen in der Wohnung, also es war toll. Es haben sich fast alle irgendwie umarmt und gejubelt. Und wir sind total stolz auf die Mannschaft und die haben das voll gut gemacht. Großes Lob gab es auch von einem prominenten THW Kiel-Fan. Es ist unfassbar, zweimal 6 Tore Rückstand aufzuholen. Diese Mannschaft hat ganz großes Kämpferherz. Und dann kann man als THW-Fan, was ich hier bin, was auch jeder weiß und was ich nicht einfach aufgebe, dann sagen, mit ganz großem Respekt verneigt man sich vor dieser Leistung. Die SG hat das verdient. Die SG ist verdienter Champion Europas. Gleich doppelten Grund zur Freude hatte daneben ein anderer. Ja, große Klasse für Flensburg. Ich meine, bekannt sind wir ja als Handballstadt. Aber zu zeigen, dass man gewinnen kann und wie man gewinnen kann, ist natürlich hervorragend. Schafft Stimmung, schafft Atmosphäre in der Stadt, aber macht uns auch international bekannt. Die SG Flensburg-Handewitt hat tatsächlich Europas Königsklasse gewonnen. Das ist selbst für Trainer Vranjes kaum zu fassen. Man kann es fast nicht fassen, was hier passiert ist eigentlich. Und es ist ein unglaubliches Gefühl.